Hallihallo und willkommen zurück zu Heavy Rain. Ich begrüße euch hier mal aus dem Sperrbildschirm raus, beziehungsweise aus dem Menü raus. Da wir jetzt, wenn wir auf Spiel fortsetzen drücken, direkt das Telefon finden müssen, wo ich komplett vergessen habe, wo es ist. Es wurde uns am Ende der letzten Folge angezeigt. Ich habe ganz kurz eine Pipi-Pause gemacht und hab's vergessen. Ja. Profi am Werk, wir werden es irgendwie finden müssen. War das hier in der Rezeption drin? Ich muss Ethan irgendwie warnen. Ja. Denk nach, Mädchen, denk nach. Entschuldigung? Was ist denn los? Ist das nicht so? Achso, Entschuldigung. Wie in einer Fernsehshow. Kaum zu glauben, der Origami-Killer mietet hier ein Zimmer. Da ist das Telefon. Er hatte einen falschen Namen. Aber ich habe ihn gleich erkannt. Oh, du bist ja so toll. Ja, und hör bitte auf zu kauen. Okay, wir müssen jetzt ans Telefon. Da. Okay. Komm schon, wie war die Nummer? Ach du Scheiße. Das war 207, 207, 207. Warum weiß ich das? Ich weiß es nicht. Das muss es aber sein, oder? Das ist es, oder? Hallo? Die Cops. Sie sind im Hotel. Du musst von hier verschwinden. Ja, es war 207. Oh mein Gott. We did it. Hat es irgendeinen Unterschied gemacht, ob wir jetzt... Na, super. Na, tolle Wurst. Muss ich jetzt was drücken gleich? Ach du Scheiße. War ja klar. Okay, wir dürfen nicht geschnappt werden. Auf keinen Fall dürfen wir geschnappt werden. Wir müssen es schaffen. Ach du Scheiße. Wie wollen wir jemals da wegkommen? Ist nicht so, als könnten die das nicht umstellen. Oh boy. Quicktime Events. Kack die Wand an. Der einzige Weg geht nach da. Also gehen wir auch nach da. Okay, da ging wohl doch kein Weg lang. Nach oben. Ich weiß nicht, was das bringt, aber... Oh boy, das Spam funktioniert immerhin. Das Spam funktioniert immerhin ganz gut. Kann ich nicht mehr Knöpfe einfach spammen? Oh, bitte nicht den Kopf stoßen. Oh, we did it. Durch. Ich glaube, es geht schneller, als drüber zu klettern. Okay, vielleicht hätten wir drüber klettern sollen. Oh! Warum so viele Quicktime-Events? Ich habe so ein Flashback von John Shepard. Die müssen auch da irgendwo durch. Oh, wir dürfen nicht ins Gefängnis. Wir dürfen nicht ins Gefängnis. Wir wissen, dass wir geschnappt werden können. Ach du Kacke. Wie schafft er es davor, den Special Forces wegzulaufen? Ich glaube es nicht. Wie schafft er das? Ich meine, durch meine unglaublichen Quicktime-Event-Künste. Ich weiß auch gar nicht, was gerade mit mir los ist. Ich bin gerade Super Saiyan-Mode. Ich habe noch kein Quicktime-Event verkackt. Ich hätte nichts sagen sollen. Absolut nichts hätte ich sagen sollen. Ach du Scheiße. Hey, du kommst da doch wohl runter. Und die Hände hinter den Kopf. Da kommst du runter. Doch, da kommst du runter. So tief ist das nicht. Sie sind am Stellen. Springen. Springen. Wir dürfen nicht aufgeben. Verdammte Scheiße. Autsch. Ah, wir müssen weg. Ethan, komm schon. Wo ist Madison? Kann die dich nicht mitnehmen? Wo sind auf einmal die ganzen Polizisten hin? Hä? Oh, wir klauen uns auch noch ein Taxi. Toll, wir machen uns überhaupt gar nicht verdächtig. Gib den Cops doch einfach die Adressen. Erzähl denen das doch einfach. Dann können die Sean retten und dann kannst du immer noch deine Unschuld beweisen. Wow, wir sind echt entkommen. Hui. Hui. Hallo Sköttchen, Sie haben einen neuen Bonus freigeschaltet. Ja, kein Quicktime-Event zu verkacken. Das habe ich freigeschaltet. Wie auch immer das funktioniert hat. Boah. Ah, Scott Shelby. Private Investigation. Was ist da los? Wo kommst du eigentlich her, Kollege? Und renn in deine Bude. Guckst du so? Lauren? Es tut mir leid, Scott. Hä? Sie hätten auf mich hören sollen, Mr. Shelby. Ich sagte Ihnen doch, Sie sollen aufhören. Ihr Sohn ist ein Serienkiller. Wie viele Menschen soll er denn noch umbringen? Gordy hat Fehler, aber er ist mein Sohn. Sie haben keine Kinder, Mr. Shelby. Sie verstehen das nicht.
Sie lassen mir keine Wahl. Die Ermittlung ist vorbei. Für immer. Geile Scheiße. Och nö, was? Ja, ganz die Mafia. Ganz die Mafia. Ach toll. Hä, jetzt stecken die da doch drin. Vielleicht ist der Sohn John Shepard. Lauren. Aber das war so ein übelst kleiner Lauch und den Gegner, den wir da, den Typen, den wir da in der Blue Lagoon gekämpft haben, der war übel massiv. Kannst du irgendwie die Hände loswickeln? Wir müssen da irgendwie raus. Lauren, aufwachen. Scheiße, Lauren. Scheiße, Scheiße. Okay, wir müssen weiter wiggeln. Wir müssen weiter wiggeln. Oh oh. Was versuchen wir denn da? Verdammter Idiot. Das funktioniert nur, wenn ich die Zündung anschalte. Oh, dann machen wir wohl die Zündung an, würde ich sagen. Ja, die haben ja den Schlüssel immerhin stecken lassen. Das funktioniert noch? Okay, cool. Wir lassen jetzt Wasser rein anscheinend. Tolle Wurst. Rücken. Warum funktioniert das nicht? Scheiße, ich habe die falsche Taste gerade gedrückt. Oh ja, mit einer Glassplitter, mit einem Glassplitter, mit einem Glassplitter. Oh Gott. Das Göttchen-Töttchen, du darfst nicht sterben. Bitte. Verdammt. Ja, das tut jetzt weh an der Hand, ich weiß, aber ist besser als zu ertrinken. Glaub mir. Ach du Scheiße, komm schon. Jawohl, okay, Hände sind frei. Haben die deine Beine auch noch festgebunden? Nein. Wir müssen sie retten. Ach komm schon, nicht dein Kack ernst. Okay, dann schütteln wir ein bisschen. Aufwachen. Wach auf, Junge! Wir müssen raus! Okay, die Hände freibinden. Hände freibinden und dann nimmst sie raus, dreh die Tür auf und raus. Okay, cool. Diesmal die richtigen Tasten drücken. Und Tür. Gott sei Dank habe ich das beim ersten Mal verkackt, sonst hätten wir Lauren damit aus der Tür rausgetreten. Ach, wir haben nur das Fenster aufgetreten, ja super. Okay, jetzt können wir da aber raus, wir haben die Fesseln freigemacht. Nimm sie und raus. Hast du sie mit? Du hast sie mit. We did it. Oh, we did it. Wir haben es echt geschafft. Ho, ho. Alter Schwede. Aber ich verstehe es nicht, der Sohn, der kann es doch gar nicht sein. Außer der Typ, den wir in der Blue Lagoon bekämpft haben, ist nicht der Origami-Killer. Aber er hat das Haus da gekauft, also diese Wohnung. Ich wollte mal wieder schwimmen gehen. Aber so war das nicht geplant. Haben Sie ein Auto zu Hause? Meins ist ja ziemlich am Arsch. Ja, klar. Was wollen Sie tun? Ich muss ein paar Dinge regeln. Ich bring Sie heim. Sie schließen sich ein und machen niemandem auf, außer mir. Okay? Los. Sei vorsichtig, Scott. Ich will dich nicht verlieren. Kommt erstmal wieder klar, Freunde. Oh, wir können das Göttchen weiterspielen. Okay. Boah, was war das denn jetzt für eine Aktion von dem? Aber wirklich ganz die Mafia. Da hätte nur noch der Betonklotz am Bein gefehlt. Da, also, puh. Oh, was machst du nur immer, Mensch? Ich verstehe es, aber ich versuche die ganze Zeit in meinem Kopf zusammenzupuzzeln, aber ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht, wie das zusammenhängt alles. Irgendwas fehlt mir doch. Irgendwas Wichtiges fehlt mir noch. Irgendein Indiz. Ich glaube, ich werde nicht weiterkommen, wenn ich weiter Scott angucke. Danke. Oh, okay, ja, oder ich gucke ihn einfach weiter an. Oh, er ist mega sauer. Ach du Scheiße, ist er sauer. Oh, das ist die Villa von dem Boy, oder? Er will da jetzt nicht echt reinfahren. Haben Sie ein Auto? Ich will das einfach nur in die Villa von einem Bösewicht fahren. Jo! Wahrscheinlich, oder? Was ist der Plan, Scott? Was zur Hölle ist der Plan? Okay, er hat die Knarre. Ah, oh, Scott ist jetzt im Kill-Mode. Der will jetzt nicht ehrlich allein die ganze Mafia umbringen, oder? What? Ach du Scheiße!
Wie machst du das, Scott? Wie zur Hölle machst du das? Ich meine, mit meinen unfassbaren Quicktime-Event machst du das, aber was ist der Plan dahinter? Ach du Scheiße. Lass dich nicht anschießen, Scott, bitte. Ah! Oh, meine Güte, Scott, das kannst du doch jetzt hier nicht machen. Wie kannst du alleine alle umbringen? Das ist nicht was. Ah! Ich war gerade mit den Händen am Gestikulieren, Mensch. Oh, gerade noch richtig gedrückt. Gerade noch richtig gedrückt. Mann, ich muss immer wieder kurz auf die Tastatur linsen für sowas. Ja, wahrscheinlich fliegt er so weg, oder was hast denn du für Kugeln? Ja, klar, wie ist denn das für ein Bollywood-Film? Das kann man doch nicht ernst nehmen. Was? Ja, der springt gegen die Scheibe. Bitte spring einmal rückwärts, ich will jetzt schießen. Jetzt kommt der Endboss hier. Wo ist er? Ja, steck die Waffe weg. Nicht weiter, ich schieße! Oh, er hat ganz schön... Ich meine, er wollte dich umbringen. Uff. Was hast du jetzt vor? Krieg wenigstens Informationen aus ihm raus. Der Sohn ist der Mörder, oder? Er ist der Killer. Nein, er ist unschuldig. Er ist kein Killer. Kein Killer. Okay. Ich weiß nicht, ob ich das glauben soll, weil du hast alles getan, um mir zu verdeutlichen, dass er es ist. Scheiß Lügner. Raus mit der Wahrheit. Nein, nein, bitte. Ich weiß nichts. Letzte Chance. Ich weiß nichts. Ich schwör's. Ich weiß überhaupt nichts. Hast du keine Angst, dass noch irgendwo eine Wache kommt? Stopp. Stopp. Bitte. Ich packe aus. Ich sage alles. Ja, dann schieß los. Goldie wollte nur Spaß, okay? Er wollte sein wie der Origami-Killer. Er entführte das Kind. Er hat ihn zu lange unter Wasser gedrückt. Ein Unfall! Ein dummer Unfall! Es war nur ein Spiel. Er hat's mir erzählt. Er weinte. Es tat ihm alles so leid. Was es auch war. Gordy ist mein Sohn. Das ist kein gutes Alibi, dass Gordy dein Sohn ist. Keine gute Begründung. Erzählt nicht. Was? Der Junge, das Opfer. Erzählt nicht. Eine Straßenratte aus der Gosse. Sie widerlicher Haufen Scheiße. Was ist mit John Shepard? Warum die Blumen auf seinem Grab? Mir gehörte die Baustelle, wo er umkam. Ich vergesse es nie. Seit 30 Jahren bringe ich Blumen dorthin. Zwilling? John hatte einen Bruder. Achso, der Bruder. Was ist mit ihm? Ich weiß nicht. Adoptiert, glaube ich. Die Mutter. Fragen Sie die Mutter. Sie heißt Anne. Anne Shepard. Ob das so clever ist, ihn am Leben zu lassen? Mein Herz! Schnell! Meine Tabletten! Die Schublade da! Verdammte Kacke, komm, wir retten ihn, komm! Ich glaube, so ein Typ könnte noch, ein guter Verbündeter sein. Wenn ich ihn sterben lasse. Ja, genau das will ich damit sagen. Du bist wie er, wenn du ihn sterben lässt. Da, nimm die Tabletten, Junge. Und er könnte ein echt guter Verbündeter sein. Danke für die Rettung. Und das im Orden all deiner Männer. Scheiße, ob das so... Boah, Scott, wie hast du die bitte alle erlegt? Wie? Ohne Backup-Plan. Einfach reingedüst und gib ihm. Das ist nicht dein Ernst.
Okay, die Mutter heißt Anne Shepard. Die Mutter heißt Anne Shepard. Das heißt, von ihr kriegen wir weitere Informationen. Wo bist du jetzt hingefahren? Wo bist du? Ach, das ist ein Krankenhaus. Warum bist du jetzt im Krankenhaus? John Shepard? John Shepard starb vor 30 Jahren. Ich hoffe, seine Mutter kennt die Antworten zu diesem Rätsel. Ah, jetzt bist du auch auf der Suche nach der Mutter. Nur noch ein paar Stunden, bis Sean Mars stirbt. Hoffentlich verschwende ich keine Zeit. Aber wie kommst du jetzt auf Anne Shepard? Woher weißt du den Namen? Ich suche das Zimmer von Anne Shepard. Woher weißt du den Namen? Bitte tragen Sie sich ein. Woher kennst du den... Habe ich schon wieder was verpasst? Sie zur Familie? Ja. Ja, das könnte man sagen. Oh, sie freut sich bestimmt über Besuch. Bis jetzt war noch nie jemand da. Sie hat Alzheimer, sie erinnert sich kaum noch an etwas. Oh. Aber sie wird sich freuen, bestimmt. Toll. Zimmer 19, am Ende des Gangs. Danke. Toll, sie hat Alzheimer. Das wird ja... Das... Ich toll. Suche Zimmer 19. Zimmer 19 am Ende des Gangs, das kriegen wir hin. So, bis jetzt war noch keiner da. Sind die ersten dieser Spur folgen. Das heißt, Scott war noch nicht da. Ich suche Zimmer 19. Ja, das werden wir wohl hinkriegen am Ende des Ganges. Ich suche Zimmer 19. Auch das kriegen wir hin. Oh, eine Blume. Okay, da können wir aber nichts mitmachen. Da drum. Welches Zimmer suchst du nochmal? Ich suche Zimmer 19. Ah, und was willst du da? Ich suche Zimmer 19. Ah, suchen tust du das. Okay. Und was suchst du? 19? Sag nochmal. Ich suche Zimmer 19. Ah, 19. Okay. Das ist Zimmer 20. Wir sind vorbeigelaufen. Jetzt war ich so in meinem Element hier Zimmer drin. 19. Mir einen unglaublichen Dialog mit ihr. So, Unterhalt. 16. 18. Willst du mich verarschen? 17. 20. Hä? Achso, das ist ja auf der rechten Seite dann, oder was? 19. We did it. Oh boy, was eine Odyssee. Welchen Zustand ist sie? Hallo, Mrs. Shepard. Ist es denn schon Zeit für die Tabletten? Oh, sie wird kernverwirrt. Shepard, ich... Meine Tabletten kommen nie pünktlich. Ich weiß nicht, was die hier machen. Im anderen Krankenhaus waren sie immer pünktlich. Aber hier... Sohn vor... Wir stellen es erstmal vor. Komm. Ich heiße Madison Page. Ich bin Journalistin. Ich hätte da ein paar Fragen zu ihrem Sohn. Ich bin überhaupt nicht gerne hier. Das Essen ist nicht besonders gut. Oh je, oh je, oh je. Zweiter Sohn, John, Johns Bruder, John. Ihr Sohn hieß John? Mein Johnny. Er ist ein wirklich guter Junge. Ich davor. Zweiter Sohn. Ihr zweiter Sohn, Mrs. Shepard. Johns Zwillingsbruder. Wie ist sein Name? Zweiter Sohn? Ich hab gar keinen Sohn. Ach, ich hatte Kacke. Niemals Kinder. Origami, da liegt ein Origami-Dings. Johns Bruder. Komm schon. Ihr einer Sohn hieß John und der hatte einen Zwillingsbruder. Haben Sie die Tabletten? Es ist Zeit für meine Tabletten. Kacke, Origami-Killer. Ja. Mrs. Shepard, Ihr Sohn ist vielleicht in Mordfälle verwickelt. Ah, komm, das kannst du doch jetzt nicht Sie sagen. Sie könnten etwas wissen, was den Ermittlungen weiterhilft. Sind Sie die Schwester? Wo sind die Tabletten? Kacke, das bringt doch alles hier nichts. Carnaby Square? Damals der Unfall am Carnaby Square. Erinnern Sie sich? Ach, die Baustelle. Ja, Carnaby super. Carnaby Square? Da habe ich mal vor langer Zeit gewohnt. Wir hatten damals nicht viel Geld, wissen Sie? Wir mussten mit sehr wenig auskommen. Erzähl weiter. Sohn schuldig, Pflegeeltern? Erinnern Sie sich, Mrs. Shepard? Wissen Sie noch, dass Johns Zwillingsbruder nach dem Unfall zu Pflegeeltern kam? Wie hieß die Pflegefamilie? Ich wollte einen Fernseher haben für mich. Sie sagten, das Geld reicht nicht. Schade. Ich liebe es, Fernsehen zu schauen. Ach, gib der Dame doch einen Fernseher, Sohn schuldig. Ihr Sohn hat Probleme, Mrs. Shepard. Er hat schlimme Dinge getan. Ich muss ihn finden. Verstehen Sie das? Schlimme Dinge, haben Sie gesagt? Er hat mich nie besucht, wissen Sie? In 10 Jahren, nie. Man vergisst doch seine Mutter nicht, oder?
Oder du hast die Besuche vergessen, bei der lichten Origami-Figur. Bin mir relativ sicher, dass er hier war. Name. Es dauert Tage, den Namen der Adoptiveltern ihres Sohnes herauszufinden. Sean Mars wäre bis dahin tot. Oh, wir müssen Origami falten. Oh ja, dann erinnert sie sich bestimmt. Ja. Komm, das bringt bestimmt was. Oh, sie ist aber aufmerksam am Zugucken. Wow, you did it. First try. Schlecht. Ich mag Origami. Das ist nicht meine Lieblingsfigur. Willst du mich verarschen? Woher weiß ich denn, was deine Lieblingsfigur ist? Woher soll ich deine Lieblingsfigur rausfinden? Hä? Okay, komm. Wir müssen doch wohl hier die Lieblingsfigur rausfinden, oder? Hummingbird, okay. Dog. Kann ich irgendwie die Lieblingsfigur wissen? Der Frosch die Lieblingsfigur? Na komm, wir versuchen, sag mal den Frosch. Irgendwas wird wohl hier die richtige Figur sein, oder? Komm schon. Muss ich jetzt hier wieder Quicktime Eventus Maximus machen? Obwohl, Quicktime Event ist es ja nicht wirklich. Muss einfach nur hier, zack dich. Komm schon. Das ist aber die Lieblingsfigur, oder? Oder? Ich mag Origami. Ja. Oh. Das ist nicht meine Lieblingsfigur. Komm schon, was ist denn deine Lieblingsfigur? Wo soll ich das denn wissen? Ich meine, da liegt so ein Schwan neben, aber den haben wir ja gerade erst gefaltet, ne? Anne. Ich darf keine Zeit verschwenden. Ja. Ich werde hier nicht mehr erfahren. Doch, wirst du. Figur. Der Hund. Ihre Lieblings-Origami-Figur. Woher weißt du das? Okay, gut, sie weiß das anscheinend. Dann machen wir den Hund. Ich hätte früher denken sollen. Aber ich denke lieber vor und nicht nach. So, das hier. Das hier. Und so. Jawohl, warum ist der Hund ihre Lieblingsfigur? Woher weiß... Oh, habe ich schon wieder irgendwas verpasst? Kleinen Hunde falten. Meine Kinder liebten Origami. Ich habe es ihnen gezeigt. John liebte die Hunde. Ja. Er nannte sie immer alle Max. Max. Alle mit dem gleichen Namen. Ich konnte ihn nicht davon überzeugen, dass nicht alle gleich heißen können. Er nannte einfach alle Papierhunde Max. Ja, warum auch nicht? Lustig, oder? Okay, und jetzt? Erinnerungsstücke. Scheint zu funktionieren. Sie erinnert sich. Ich muss ihr noch mehr Dinge zeigen. Die Blumen. Was ist hier? Machen Sie diese Origami-Figuren? Meine Papiertiere. Stundenlang spielten sie mit ihnen. Ich habe meinen Jungs gezeigt, wie man die macht. Ja, ihre Jungs, Mrs. Shepherd. John und... Wie hieß sein Bruder nochmal? Welcher andere? Ich hatte nur einen Sohn. Nein, du hattest zwei. Diese Frau ist vielleicht die Mutter des Origami-Killers. Ich muss irgendwie ihr Gedächtnis anregen. Okay, wir gehen zu den Blumen. Wir holen nur kurz die Blumen. Ich will nur die Blumen holen. Okay, gut. Ich dachte gerade kurz, das cuttet hier wieder weg oder so. Nein, wir müssen nur die Blumen holen. Das sind doch diese Orchideen, oder nicht? Die, Gedächtnis. Spricht Mrs. Shepherd über ihre Vergangenheit? Sie ist nicht immer ganz klar. Aber sie erinnert sich manchmal an Details. Wenn sie etwas sieht, was sie an früher erinnert, zum Beispiel. Okay, Besuche? Bekommt sie häufig Besuch? Sie sind seit 10 Jahren die erste hier. Oh. Okay, dann hat ihr Sohn sie vielleicht doch nicht besucht. Hat sie jemals von ihren Söhnen gesprochen? Söhne? Ja, sie spricht oft von John. Ja, John Shepherd. Er ist ertrunken. Ja, und der Origami-Killer nennt sich auch so. Mit ihrem also nach dem Sohn. Das ist safe. Ich weiß von keinem anderen. Hat sie nie erwähnt. Manchmal, wenn sie etwas sieht, scheint sich ihr Gedächtnis zu regen. Ja, Spiel, ich weiß, zu was du mich hier drehen möchtest. Vielen Dank für den Tipp. Ja, danke. Danke, ich will jetzt diese Blume nehmen und sie ihr ins Gesicht halten. Dann erinnert sie sich bestimmt. Gedächtnis, Blume, ja! Sie sagte, sie liebt Blumen. Ja. Aber welche? Ja, die. Weil eine andere ist hier nicht. So. Also. Unfall. Hier muss etwas sein, was mit dem Unfall des Sohnes zu tun hat. Ein Foto oder so. Foto? Hier ist kein Foto. Ich habe eine Blume.
Blume, ja, Gedächtnis. Zeigt ihr Dinge, die sie zurückversetzen. Die Blume wird sie auf jeden Fall zurückversetzen. Wozu sollte da sonst eine Vase rechts neben ihr stehen? Komm schon. Das muss es sein. Blume kann ich ja... Jawohl, dafür ist die Vase da. Perfekt. Eine schöne Orchidee. Ja, Orchidee. Perfekt. Meine Söhne haben sie sehr geliebt. Deine Söhne, genau. Wir pflanzen sie im Hof. Als John starb, legte ich Orchideen auf sein Grab. Alles klärchen. Und jetzt... Nichts drin. Irgendwas, was ihre Erinnerung anregt. Ein Foto. Ein Foto. Da sind die beiden Kinder. Ja, hey, das wird doch wohl ihre Erinnerung anregen. Sind das Ihre Kinder, Mrs. Shepard? Ja, das sind sie. John und sein Bruder? Sind sie das? Sie sind gute Jungs. Ihr Vater hat sich nie um sie gekümmert. Immer war er betrunken. Die beiden hatten es wirklich nicht leicht. Ich weinte, als ich es erfuhr. Ich hatte gerade ein Kind verloren. Und jetzt wollten sie mir das andere auch noch wegnehmen. Name der Pflegeeltern. Die Familie, Mrs. Shepard. Wie hießen die Pflegeeltern, die Johns Bruder adoptierten? Das waren sehr, sehr nette Leute. Ich besuchte sie. Am Anfang besuchte ich meinen kleinen Jungen. Dann wurde ich krank und konnte ihn nicht mehr besuchen. Er muss gedacht haben, dass ich ihn nicht mehr liebe. Vielleicht glaubte er, ich hätte ihn vergessen. Name des Sohns. Komm schon, komm schon. Sein Name, Mrs. Shepard. Benutzt den Namen John Shepard. Aber ich liebte ihn. Wenn Sie wüssten, wie sehr ich ihn vermisst habe. Ich bitte Sie, Anne. Sein Name. Wie war sein Name? Kommen Sie näher. Ja. Ja, okay, okay, okay. Diesmal halte ich es gedrückt. Nicht dein Ernstspiel. Du willst... Sag es mir doch auch! Sie weiß es, aber ich nicht. Ich kack ab. Das tust du mir jetzt nicht an, Spiel, oder? Sag doch wenigstens Tschüss. Warum? Spiel! Sie weiß, wer der Origami-Killer ist. Sie weiß, wie der Bruder von John Shepard heißt. Alles klar, ich würde sagen, was auch immer jetzt passiert, ich beende die Folge direkt. Ja, die letzten vier Buchstaben. Okay, wir müssen uns das noch angucken. Ich kann nicht pausieren. Ja, hallöchen, Ethan. Was zur Hölle ist das? Ich pausiere die Folge hier, denn wir sind schon wieder bei knapp 30 Minuten. Boah, es spitzt sich zu. Okay, einer unserer Protagonisten weiß schon, wer der Killer ist. Wir müssen jetzt mit Ethan noch diese Aufgabe erfüllen anscheinend. Das ist die letzte Aufgabe. Und dann kriegen wir die letzten Buchstaben. Ja, und Scottchen Törtchen geht ja jetzt auch zu dieser N, ne? Also, hier Scott Shelby, der hat ja auch von dem Mafia-Boss da erfahren, dass N die Mutter ist. Und geht da jetzt, denke ich mal, auch hin und wird dann dasselbe erfahren. Was macht denn Jaden? Der macht jetzt, der hatte gerade den Kampf mit dem Origami-Killer. Ich denke mal, dass er das war. Zumindest meldet er sich unter dem Namen John Shepard. Also, ich denke mal, es ist er. Das muss er sein. Dieser Vermummte, mit dem er gefightet hat. Der wird dann, weiß ich nicht, vielleicht irgendwas, noch irgendwelche Spuren verfolgen und dann auch doch kommen. Also, wie das Spiel sich zuspitzt, denke mal, dass alle Charaktere jetzt rausfinden werden, wer es ist. Und dann treffen sich alle irgendwie. Aber wer ist es? Verdammt, ich muss nachdenken. Und ich denke, das werde ich jetzt auch tun. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Und bis zum nächsten Mal. Tüdelü.